Herzlich willkommen zurück in der deutschen Ford-Szene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Wir sind zurück auf einer weiteren Runde Hilford, beziehungsweise, was heißt weitere Runde? Wir spielen das erste Mal seit langem wieder Hilford, ne? Ist gar nicht so oft vorgekommen in letzter Zeit. Ich habe noch keinen Rank gespielt, daran liegt's. Wir wollen eine Runde gegen Geiger spielen, aber vorweg noch die Ankündigung. Heute Abend, 19 Uhr, sind wir live auf twitch.tv/salzwerk.tv. Link in der Videobeschreibung auch zu finden. Und dort werden wir das Turnier von Eden, dem weltbesten Fortspieler, casten. Er wird nicht selber spielen, sondern er veranstaltet nur ein Turnier. Aber das Kompetitiv-Level, Kompetitiveness-Level, ihr wisst, was ich meine, ist auf jeden Fall sehr hoch. Also da findet sich heute Abend die Forts-Elite zusammen. Oh, und spielt ein paar 1 gegen 1 Spiele. Ich bin sehr gespannt. Ich habe sehr Bock. Und jetzt spielen wir erstmal eine Runde Hilford. Was ich heute testen möchte, ist das, was Leon mit mit Steffen veranstaltet hat. Und ich bin sehr stolz auf meinen Schüler. Der hat einfach Steffen mit einer Howie-Mörser-Kombination in den Grund und Boden gestampft. Also, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich habe nur von gehört, aber ich bin trotzdem so stolz auf den Boy. Und das gleiche versuchen wir heute mit Geiger. Aber er spielt Pinchfist, wird wahrscheinlich viele Kanonen bauen und dann mein Howie halt auch mit Kanonen abwehren können. Ne? Also ich behalte die Tech deswegen auch. Und er wird sehr viel schneller sein. Ich weiß nicht, ob das the way ist, ne? Ich weiß nicht, ob das the way ist. Oder am Anfang lieber erstmal Druck machen. Matteo, nicht von Bonjour, sondern der zweitbeste Fortspieler der Welt. Der Franzose, der spielt sehr zurückhaltend und sehr gelassen. Und es funktioniert ja irgendwie, also werde ich das heute auch mal probieren. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich damit Erfolg haben werde. Die Windturbinen so hoch, wie ich sie platziert habe, übrigens immer ein Risiko. Aber Geiger macht das Gleiche. Er kommt jetzt mit einer Kreissäge und ich habe nichts, um ihn damit aufzuhalten. Und das ist halt echt, ach Mann, komm, lass das doch. Das muss doch jetzt wirklich nicht sein, ne? Da kommt die Bassor, ich muss das ganze Metall hier wieder ergänzen. Oder ich sterbe halt gleich. Und das ist halt leider doof. Weil ich habe kaum Ressourcenproduktion, werde meine Windturbinen höchstwahrscheinlich verlieren. Probier jetzt mal so einen Lachs hier. Werde wahrscheinlich das trotzdem verlieren. So, hier gucke mal. Ich weiß nicht, ob er hier reinschneiden kann, actually. Ich platziere da auch nochmal eine Metallstrebe. Er hat, glaube ich, den Biss schon längst wieder verkauft. Ich muss nochmal nachgucken. Ich bin mir nicht sicher, ob du alles zurückkriegst, wenn du Pinch bist und die Kreissäge nicht schießt. Weil das wäre wirklich unangenehm. Weil dann hat er mich jetzt einfach gebaitet. Er hat einmal kurz den Bastor platziert, wieder verkauft. Und ist jetzt hier quasi komplett fein. Hat jetzt gleich den Howie. Und ich habe gar nichts. Ne? Brauch Verteidigung, brauch Howie. Ja. Brauch noch mehr Ressourcen. Dies, das. Und er so, ja, ich habe so dieses und jenes. Und ich so, ja, ich habe meinen ganzen Stahl verkauft. Und meine ganze Seele an Gott. Oder eher gesagt den Teufel. Hab halt dementsprechend gar nichts. Aber ja, lass mal gegeneinander antreten. Ja, da kommt, sein Howie kommt jetzt. Wir haben noch nicht mal die Storages. Wir holen jetzt die zweite Batterie. Gleich noch ein Metalllager. Und haben jetzt aber wenigstens endlich mal vernünftig Ressourcenproduktion, weil wir Aluminium haben. Aber haben halt auch ein krummes Ford, weil er da mit der Bass am Anfang Stress gemacht hat. Wir brauchen noch Stability. So. Jetzt werden wir uns mal um Howie-Gerät bemühen. You know what? Ich pack's mal hier oben rein. Das ist, glaube ich, nicht der Play, den man erwarten würde. Ich muss das noch actually noch höher machen, ne? Okay, wir müssen hier kurz umdenken. Das passt hier alles nicht so, wie ich das haben möchte. Dementsprechend umgedacht. So. Bei ihm kommt jetzt schon die Cannon. Wir werden den Howie platzieren und dann für Verteidigung gehen. Aber ich muss halt auch so viel Verteidigung aufbauen. Ich weiß gar nicht, ob das alles machbar ist in der Zeit. So, Howie, habe ich dafür alles? Ja, habe ich. Okay, dann rein mit dir in den Lachs. Wir haben halt die Tech, ne? Das ist unser Vorteil irgendwie, den wir gerade haben. Er aber halt auch. Fehlt leider die Energie. Okay. Beziehungsweise das Metall hat mir kurz gefehlt. Ich wollte dann noch abwarten, ob das klappt. Ah, schnell den Sandsack platziert.
Wie der kleine Sneaky Boy, der ich bin. Aber das hält mich halt jetzt unfassbar auf, Verteidigung zu bauen. Da kommt der erste Howie. Ich bin GG. Also noch nicht GG, aber es sieht schon stark danach aus, ne? Es sieht schon sehr stark danach aus. Ich muss jetzt hier Verteidigung von Kern bauen, dass ich nicht an den nächsten Cannon sterbe. Die kann eigentlich schneller. Easy. ja, das muss weg. Das muss da oben rauf. So. Okay, das ist absoluter Murks da gewesen. Auch diese Strebe ist absoluter Murks. Das geht jetzt. Erdgunner, ja. Aber wenn ich straight drauf schieße. Oh, schade. Das ist jetzt halt das Counterplay, das er hat. Cannons. Ich habe gar nichts. Jetzt hat er auch noch da oben alles, ne? Ja, das sieht nicht gut aus für uns. Aber es funktioniert. Aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht, weil der Howie keine kritische Stelle kriegt. Ich krieg ja einen Rappel. Tut weh. Aber ist okay. Bitte jetzt nicht auf Howie schießen, bitte nicht auf Howie schießen, bitte nicht auf Howie schießen. Er muss sich den witzigerweise auch halten, sonst kann er halt nicht, Ja, sonst kann er halt nicht. Ich kann halt nicht reden, Boys. Okay, ich muss ein bisschen tiefer schießen. Das war jetzt nur der Baitschuss. Weil ich kein Mörser schießen kann. Ich muss den neu einaimen, den Howie, erst einmal. Scheiße! Bitte nicht fallen, bitte nicht fallen, bitte nicht fallen. Ja, die Gunner waren für den Fall gedacht, dass der Howie da ein bisschen höher kommt als das, was da gerade eben geflogen kam. Hat ja wieder mal nicht so gut funktioniert. Oh, es ist so. Nein! Es reicht nicht! Doch! Es reicht! Es kommt schon! Bitte! Brich! Das kann nicht wahr sein! Was muss ich denn hier noch leisten?
Richtig und wichtig. Nicht gut. Komm, please. Ich glaube, ich will die nicht verbunden haben. Okay, okay, okay. Ich krieg nicht geschossen! Mann! Warum? Bitte! Boah, das hat zu sehr geschwankt. Okay, okay, okay. Ein Trauerspiel, aber es funktioniert hier irgendwie alles. Mehr oder minder. Brauchen wir Strom? Kann ich schießen? Komm schon. Nein, der war zu tief! What? Warum? Warum ist er auf einmal zu tief? Naja. Oh no. Oh no. Oh mein Gott! Mann, ich habe alles außer Energy Production gerade. Oh ja, ja komm. Please, do it. Den gleichen Schuss auf seine Energie. Komm. Das würde mir so viel helfen. Das war nicht seine Energieproduktion. Komm schon. Ja, Boys. Ich bin so stolz auf euch. Irgendwohin mit dem Metall, aber ich weiß nicht wohin. Wahrscheinlich da am besten. Muss noch mehr weghauen. Ich weiß nicht, ob ich das hier verbinden sollte. Ich glaube, es ist ein Fehler, aber ich mach's jetzt einfach. Okay, lot of damage, lot of damage. Muss ich mir aber eine Strategie hier überlegen. Das ist der Fehler gewesen, ne? Deswegen nicht verbinden.
deswegen actually nicht verbinden. Aber wichtig und richtig. So. Oh! Meine Güte. Gepriesen sei das Schlabeltier. Gepriesen sei es. Oh. Meine Güte. Geil mehr. Das ging nur 16 Minuten, das hat sich angefühlt wie eine Dreiviertelstunde. Meine Güte, ey. Was hab ich gelitten in dem Go? Von oben bis unten. Von oben bis unten bin ich kaputt gegangen. In diesem Game. Junge. Ich hab schon wieder meine Maussensibilität verstellt. Warte mal. So. Besser. Guckt es euch an. Perfekt wieder gespielt. Er hat sogar noch versucht mit dem Sniper. Aber so nicht. Und dann kam das Gerät, wo er hat es aufgetroffen. Ist der Howie explodiert, actually? Ja, der Howie, die Strebe vom Howie, wo der drauf stand, ist explodiert. Der Howie ist explodiert. Genug Kernschaden. Bumm, aus die Maus. Junge, Hilford, ey. Meine Güte. Actually, hätte ich halt ein bisschen smarter gespielt so am Anfang und halt nicht so übelst krasse Howies hier kassiert und nicht so oft meine Anti-Air verloren. Dies, das, Ananas. Dann wäre das gar nicht so bad gewesen, ja? Dann wäre die Strategie richtig gut gewesen. Ich habe es ein bisschen geintet, aber es hat ja am Ende zum Glück noch gereicht. Alter, holy shit. Was für ein Game. Das war intens. Not gonna lie. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, weil, also, wir gucken es uns nochmal an. Ich muss das Glas da mal wegstellen, dann sehe ich auch, wie viel Geschwindigkeit ich eingestellt habe. Na? Hier, neu eingeaimt. Einfach mal Mörser geschossen, warum auch immer. Oh, hier die Kreissäge. Das war, verbinde ich es oder verbinde ich es nicht? Hätte ich es nicht verbunden, dann wäre mein ganzer Turm nicht abgerissen. So hatte ich jetzt das Glück, dass das hier alles gehalten hat. Warum auch immer, hier haben Streben gefehlt. Also mein Fort war ein reiner Misthaufen. Ein Paradebeispiel für, wie man es nicht spielen sollte. Hier eben die Energieproduktion zu nehmen, super, super wichtig. Hier der Howie-Schuss. Nochmal in ein bisschen schnellerer Geschwindigkeit. Reingeschallert das Ding. Boah, geiles, geiles Game. In diesem Sinne, Leute, seid heute Abend live mit dabei. Wir haben das Turnier von Ethan, Carsten mit Steffen von den Goldspammern. Und dann sehen wir uns. Haut rein. Tschüss.